Dann habe ich das hier mal vorbereitet in LTSpice. Das heißt, ich habe hier oben den Wandler modelliert mit diesem PWM-Switch-Modell. Das heißt, hier drunter verbirgt sich tatsächlich eine Schaltung aus zwei gesteuerten Quellen. Schauen wir kurz rein. Hier mit der gesteuerten Stromquelle und der gesteuerten Spannungsquelle, die beide vom Tastverhältnis abhängig sind. Und wir werden damit jetzt das Bode-Diagramm simulieren. Wir haben die Werte hier eingetragen für unser Filter. Wir haben hier unten eine Schaltung, die erzeugt uns die Überlagerung aus einem Gleichspannungswert im Arbeitspunkt. Das wäre jetzt hier der Wert D mit 0,279. Tatsächlich, wenn Sie es ausrechnen, mit dem verlustlosen Wandler brauchen Sie etwas weniger. Das heißt, D wäre jetzt hier als UA zu UE ungefähr. Tatsächlich ist dieser Wert etwas größer als den, den Sie rauskriegen, wenn Sie hier UA zu UE mit 3,3 Volt durch 12 Volt teilen, weil aufgrund der Verluste wir ein etwas größeres Tastverhältnis benötigen. Und zu diesem addieren wir jetzt diese Kleinsignaländerung Delta D hinzu, dass wir hier sozusagen am richtigen Arbeitspunkt sind. Diese geben wir hier auf unser PWM-Switch-Modell drauf und dann werden wir uns angucken, okay, welche Spannung Delta UA entsteht hier. Und wenn wir jetzt schauen, wie jetzt sozusagen hier dieses Delta D auf das Delta UA wirkt, dann wird die Übertragungsfunktion von hier nach hier rüber uns die Führungsübertragungsfunktion GD von S angeben. Zusätzlich habe ich hier als zweites einen Block für einen PID-T2-Regler, der ebenfalls aus einer sinusförmigen Quelle gespeist wird für die AC-Analyse und uns hier die Reglerspannung rausgibt. Das heißt, messen wir diese Spannung, kriegen wir die Übertragungsfunktion raus, dieses PID-T2-Reglers. Dort sind die Werte jetzt hier schon angepasst. Achtung, der hat jetzt eine leicht andere Gestalt. Das heißt, die Übertragungsfunktion des Reglers sieht wie folgt aus. Der hat die Übertragungsfunktion Kp durch Stn mal 1 plus Stn mal 1 plus Stv durch 1 plus St1 mal 1 plus St2. Das heißt, wenn wir das vergleichen hier, K ist dann Kp durch Tn. Tn und Tv werden wir gleich auslegen. Das ist jetzt aber 1 durch Omega Z1 bzw. Omega Z2. Das heißt, hier gerade die Kehrwerte eingetragen. Dann T1 und T2, die Werte, die wir einerseits brauchen für die Kompensation dieses ESRs und andererseits für die halbe Schaltfrequenz. Das heißt, T2 ist hier 1 durch Pi mal Fs und T1 ist gleich RESR mal C. Deswegen hier diese Werte anders, aber wenn Sie es nachrechnen, sind das die, die wir vorher angegeben haben. Und das wollen wir jetzt simulieren. Und dann schauen wir uns das Bode-Diagramm an und gucken, wie wir den Wert Kp verändern müssen, um dann eine ausreichende Phasenreserve zu kriegen. Wir hätten jetzt auch tatsächlich dieses PDT1-Element direkt hinten anschließen können an die Spannung UA. Und dann hätten wir sogar die gesamte Übertragungsfunktion des offenen Kreises direkt gekriegt. Dann messen wir UA und UR. Dann haben wir jetzt hier, wie dargestellt, die beiden Übertragungsfunktionen. In Rot die Streckenübertragungsfunktion, das PD2-Verhalten und in Blau dieses PID-T2-Verhalten, was wir mit diesen ausgerechneten Werten kriegen. Wir schauen nochmal ganz grob die Werte nach, die wir hier hatten. Das heißt, hier ist unser Omega 0. Wir sehen, wir haben hier die Steigung minus 20 dB pro Dekade vorher. Dann knickt das hier ab. Das heißt, wir haben diese beiden Nullstellen so gelegt, dass die auf den Polstellen liegen der Streckenübertragungsfunktion. Wir kriegen hier den Anstieg mit plus 20 dB pro Dekade und haben dann hier oben den Bereich, wo diese ESR-Nullstelle und die Polstelle bei der halben Schaltfrequenz dafür sorgen, dass wir hier wieder eine Abnahme der Reglerverstärkung kriegen mit minus 20 dB pro Dekade. Wir sehen, wir haben die maximale Phasenanhebung in dem Bereich, wo wir hier diese maximale Phasenverschiebung von 180 Grad haben. Man würde jetzt vermutlich versuchen, hier an dieser Stelle frequenzmäßig hier bei um die 20 Kilohertz die Durchtrittsfrequenz zu legen, weil wir dort eventuell die maximale Phase kriegen. Wie finden wir das raus? Wir multiplizieren die beiden Übertragungsfunktionen miteinander, um die Übertragungsfunktion des offenen Kreises zu kriegen. Das machen wir jetzt. Das heißt, ich mache hier einen zusätzlichen Trace, indem ich einfach die beiden Spannungen miteinander multipliziere. Achtung, multiplizieren, weil wir ein Bode-Diagramm haben und die Serienschaltung von zwei Systemen betrachten. Und dann habe ich jetzt hier in lila diese gemeinsame Übertragungsfunktion eingezeichnet. Das heißt, das hier ist die Übertragungsfunktion des offenen Kreises. Wir sehen sehr schön, das hat hier sozusagen diese I-Charakteristik und knickt dann hier ab. Das heißt, wenn wir das betrachten, hier haben wir sozusagen das I-Verhalten und irgendwo hier
haben wir dann die Steigung von diesen minus 40 dB, um für hohe Frequenzen die Störungen weiter zu minimieren. Und jetzt müssen wir gucken, wo soll unsere Durchtrittsfrequenz liegen, dass wir hier das Optimum haben. Und da sieht man schon sehr schön, na, so ein Zufall. Mit Kp gleich 1 hätten wir hier bereits in etwa die Stelle, wo wir hier die größte Phasenreserve haben. Das heißt, wir haben hier eine Phasenverschiebung größenordnungsmäßig irgendwo von minus 105 Grad. Das heißt, zur 180-Grad-Linie haben wir 75 Grad Abstand. Wir haben also eine sehr schöne, ausreichend hohe Phasenreserve. Wir sehen hier, wir haben eine Durchtrittsfrequenz FC von 20 Kilohertz. Achtung, ich hatte, glaube ich, vorher Omega 0 eingezeichnet. Tatsächlich ist das die Frequenzachse. Das heißt, wir haben hier nicht Omega 0 gesehen, sondern F0 1 durch 2 Pi Wurzel LC. Und wir sehen also, dieses System müsste eigentlich schon sehr gut sein. Bloß als Beispiel, was würde passieren, wenn wir diesen Faktor Kp ändern? Passen wir den mal an. Das wird sagen, okay, wir machen die Verstärkung um einen Faktor 10 größer. Und dann sehen wir tatsächlich, wir haben hier bloß diese Parallelverschiebung dieser Kennlinie. Wir haben jetzt hier bei 20 Kilohertz dann eine Verstärkung von 20 dB. Unsere Durchtrittsfrequenz wäre jetzt hier oben irgendwo im Bereich um die 150 Kilohertz, 120 bis 150 Kilohertz. Das ist jetzt unrealistisch hoch schon. Dafür hat dieses Modell gegebenenfalls gar keine Aussagekraft mehr, dieses Mittelwertmodell, weil wir dann doch sehr, sehr nahe schon an der Schaltfrequenz sind. Also üblicherweise sinnvolle Auslegung wäre jetzt hier die Durchtrittsfrequenz auf so circa 10% der Schaltfrequenz zu legen. Vielleicht ja auf 20% der Schaltfrequenz. Das heißt, wir sehen jetzt, okay, das hatte bloß eine Verschiebung zur Folge. Tatsächlich haben wir schon vorher gesehen, wir hatten dort schon fast den optimalen Wert, wenn wir auf diese 20 Kilohertz gehen wollten. Das heißt, ich ändere es wieder, simulieren das nochmal und jetzt wollen wir natürlich das auch im geschlossenen Kreis angucken. Ja, das heißt, wir haben jetzt tatsächlich die Strecke, den Regler und die Übertragungsfunktion des offenen Kreises und jetzt schließen wir den Kreis. Das heißt, ich baue das um, dass dieser Regler tatsächlich die Ausgangsspannung regelt und wir hier einen geschlossenen Regelkreis haben. Dann habe ich hier jetzt das Modell umgebaut. Das heißt, wir haben jetzt hier den Soll-Ist-Wert-Vergleich. Die Ausgangsspannung wird gemessen mit im Sollwert 3,3 Volt verglichen. Das geht auf diesen PEDT2-Regler, dessen Ausgangssignal wird jetzt hier begrenzt zwischen 0 und 0,9 Tastverhältnis, also 0% und 90% Tastverhältnis und steuert damit das Tastverhältnis unseres PWM-Switch-Modells. Jetzt möchte ich am Ausgang noch einen Lastsprung hinzufügen. Das heißt, ich werde jetzt hier eine Stromquelle einbauen, die zu einem gewissen Zeitpunkt springt. Die haben wir hier bei LTSpice unter dieser Load-2-Quelle zum Beispiel oder Load 1. Und die konfigurieren wir jetzt als eine Pulsquelle, die zum Beispiel auf 1 Ampere springt nach 5 Millisekunden. Und wir wollen mal im Zeitbereich uns angucken, wie die Ausgangsspannung auf diesen Sprung reagieren wird. Tatsächlich, ein Führungsgrößensprung macht jetzt nicht viel Sinn zu simulieren. Wenn wir nämlich einen DC-DC-Wandler haben, werden wir im Regelfall eine konstante Ausgangsspannung haben. Anders sieht es zum Beispiel bei Wechselrichtern aus, wenn das ein Class-D-Verstärker zum Beispiel wäre. Simulieren wir das im Zeitbereich und messen den Verlauf der Spannung. Dann habe ich jetzt hier in Rot die Ausgangsspannung dargestellt und ich werde jetzt ins obere Diagramm mal den Sprung reinbringen der Last. Beziehungsweise wir können dort den Strom eigentlich durch die Induktivität messen. Dann haben wir hier den Strom durch die Induktivität. Wir sehen hier am Anfang, das ist ein Großsignaleffekt. Wir haben jetzt hier keine Strombegrenzung drin in dieser Schaltung. Im ersten Moment, wenn der Kondensator entladen ist, wird der Regler versuchen, hier möglichst schnell den Kondensator aufzuladen. Dadurch gibt es einen sehr großen Strom. Da braucht man eine Strombegrenzung bei realen Voltage-Mode-Schaltungen oder wer eine Current-Mode-Schaltung hat, begrenzt man irgendwo den Sollwert für den Strom. Das soll uns jetzt nicht interessieren, auch dieses erste Einschwingen nicht, sondern was uns interessiert, ist eigentlich dieser Lastsprung, den wir hier haben bei 5 Millisekunden bzw. zurück bei 8 Millisekunden. Was passiert dort? Und wenn man da jetzt auf den ersten Blick hinguckt, sieht man in der Ausgangsspannung gar nichts. Wollen wir da reinzoomen, um zu sehen, was unsere Regelauslegung hier bewirkt hat? Das heißt, ich zoome jetzt hier mal rein und dann sehen wir tatsächlich hier, wenn dieser Laststrom von 2 Ampere auf 3 Ampere springt, kriegen wir hier eine Änderung in unserer Ausgangsspannung und der Regler regelt dagegen, dass wir danach nach dem Lastsprung wieder dieselbe Spannung von 3,3 Volt wie vorher haben. Und dann sehen wir tatsächlich, okay, hier diese Spannung bricht ein von 3,3 Volt auf 3,275 Volt. Jetzt ist die Frage, ist das viel? Können wir mal vergleichen. Jetzt sagen
Wir schauen uns an, wie viel ist ein halbes Prozent dieser Spannungsänderung. Und wenn wir das machen und das anschauen, dann sehen wir hier, diese Änderung ist sozusagen ein bisschen mehr als ein halbes Prozent, was wir hier bezogen auf den Nominalwert an Änderungen kriegen, obwohl der Laststrom sich um 50 bzw. 33%, je nachdem, wer uns betrachtet, ändert. Das heißt tatsächlich, die Spannung bricht hier minimal ein. Man kann das nicht ganz verhindern, weil sobald ein Laststrom entsteht, wird der Kondensator zunächst mal entladen und der Regler muss ja nachregeln. Ja, das heißt, im ersten Moment entnimmt diese ideale Stromquelle mehr oder weniger den Strom aus dem Kondensator raus und die Induktivität, dort kann der Strom nicht beliebig schnell ansteigen. Dort muss erst durch den Regler, sozusagen durchs höhere Tastverhältnis, eine Spannung entstehen, dass der Strom ansteigen kann. Aber wir sehen, das wird hier relativ schnell ausgeregelt, ohne sehr starkes Überschwingen, dieses Störverhalten. Und wenn man sich das anguckt, sieht man auch die Zeitdauer, die wir jetzt hier haben, ist in einem Bereich, dass sozusagen diese Störung innerhalb weniger 100 Mikrosekunden praktisch vollständig ausgeregelt sind. Bei 5 Millisekunden erscheint der Sprung und wir sehen hier zum Beispiel bei 5,5 Millisekunden haben wir praktisch keine Änderung mehr. Wie jetzt diese Ausregelzeiten sind, das hängt natürlich davon ab, wie groß man diese Toleranz definiert. Aber man sieht hier schon, ja, wenn wir sagen, okay, wir dürfen maximal ein halbes Prozent Änderung haben, dann wäre zu diesem Zeitpunkt hier nach 40 Millisekunden die Störung in Anführungszeichen beseitigt, weil danach der Wert nicht mehr um mehr als ein halbes Prozent von dem Sollwert abweicht.